Ich habe euch nicht im Bild, keine Angst, ich halte da hin, es ist nur der Ton. Wo sind denn genau die Nazis jetzt? Weil ich sehe. Ich bin Presse. Ist ja egal, ich bin Presse. Warum ist es nicht egal? Es ist nicht egal, weil ich. Ja, aber wo sind denn die Nazis? Ja, die sind nicht da drunter. Hast du die NPD-Funktionäre nicht gesehen? Hier, jetzt waren da NPD. Ja. Wo war der? Ja, am Anfang habe ich ihn gesehen. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht, aber natürlich. Also, Sie haben einen NPD-Funktionär gesehen. Und wen noch? Was soll denn das? Was heißt, was soll das? Ich habe sie nicht im Bild, keine Ahnung. Ja, das ist schön, aber ich möchte jetzt, also ich meine, das ist doch total sonnenklar. Was wollen wir denn jetzt? Also bei den 1000, ja, ich frage mich, warum alle schreiben, was du das sagst. Ja, als Opfer. Wer sind denn hier die Opfer? Man macht Nazi-Vergleiche. Ja, im Dritten Reich war es nicht so schlimm wie jetzt. Also wer jetzt von Diktatur redet, der hat das Wort Diktatur oder überhaupt den ganzen Bereich überhaupt nicht verstanden. Das ist wirklich peinlich und die Leute sollten sich schämen, solche Vergleiche anzustellen. Aber Nazis. Ihr dürft hier marschieren, ihr werdet nicht vergast, ihr kommt nicht ins KZ. So, wo seid ihr die Opfer? Wo? Sagen die Leute, dass sie Opfer sind? Oder ja, ich sagen das nicht die, gehört. Ständig. Ich glaube, die kritisieren ständig. Die Regierungspolitik. Wenn man mit Ermächtigungsgesetz oder? Vergleicht, wenn man mit Anne Frank-Vergleiche anstellt, es ist alles schlimmer als im Dritten Reich jetzt hier. Bei allen, die hier waren? Ja. Ja, haben sehr Sie mit viele. Allen geredet? Ja, nein, nicht mit allen. Das ist ja egal, es ist doch die Frage, wofür steht man? Wenn ich auf eine Demo gehe, muss ich mich damit auseinandersetzen, wer diese Demo anmeldet und was der Hintergrund dessen ist. Naja, jetzt hat aber der Berliner Innensenator Geislert gesagt, er lässt sich nicht davon abhalten, für was zu demonstrieren, was eine gute Sache ist, auch wenn das da Linksextreme egal, sind. Das machen. Also da legen Sie andere Maßstäbe an. Was soll das? Also es geht um die Inhalte hier, ja? Sprechen Sie mal von den Inhalten, darüber reden ja, wir ja, aber die haben ja gar keine Plakate, die haben ja keine Inhalte hier. Nee, genau, wir haben keine Inhalte, das ist genau das Problem. Die nicht offensichtlich sind. Sie wollen nicht weiterreden. Okay, also Sie sehen, es ist etwas schwierig mit dem Diskutieren, weil sobald man dann glaubt, man kommt argumentativ etwas weiter, kommt die Aussage, dann wollen wir nicht weiterreden. Also